In den 90er Jahren soll es ein Spiel namens Mr. Mix gegeben haben, welches eine Art von Lernspiel für das Schnellschreiben mit der Tastatur war. Die Aufgabe des Spielers bestand darin, die vorgeschriebenen Wörter, in diesem Fall Zutaten für ein Gericht, schnellstmöglich aufzuschreiben, sodass der Koch, also Mr. Mix, diese dann zu der Zubereitung des Gerichtes nutzen konnte. Für so ein Spiel hatte jedoch Mr. Mix einen unglaublichen Schwierigkeitsgrad. So musste man in den ersten Level zwar nur 10 Wörter pro Minute schaffen, dafür aber beispielsweise bereits 85 Wörter pro Minute im dritten Level. Auf dem fünften Level war die Anforderung bereits über 500 Wörter, wodurch es eigentlich unmöglich war, weiter voranzukommen. Ebenfalls ungewöhnlich war die Hintergrundmusik des Spiels. In den ersten Level hörte man ein beunruhigendes Knurren, welches mit der Zeit immer lauter wurde. Das Knurren wurde so laut, dass es oftmals Schäden an den damals genutzten Lautsprechern verursachte. Im zweiten Level war gar keine Hintergrundmusik zu hören. Dafür hörte man im dritten Level eine schlechte Aufnahme eines Haartrockners im Hintergrund. Die letzten beiden Level hatten ein extrem lautes Läuten im Hintergrund, welches angeblich sogar schon Schäden am Trommelfell verursacht haben soll. Viele Kinder, die dieses Spiel gespielt haben, berichteten anschließend von furchtbaren Albträumen, in denen Mr. Mix mit ihnen gesprochen haben soll. Mit einer leisen und kratzigen Stimme forderte er die Kinder auf, ein Geheimnis für sich zu behalten. Obwohl die Kinder sich daran noch erinnern konnten, wusste keines mehr von ihnen, was für ein Geheimnis es war. Offiziell wurde kein Bezug zu dem Spiel gemacht, da diese Vorkommnisse nicht bei allen Kindern auftraten, die das Spiel spielten. Mr. Mix verkaufte sich, wie zu erwarten, eher schlecht und war bei den meisten Spielern relativ unbekannt. Erst in den letzten Jahren konnte das Spiel an Popularität gewinnen, als sogenannte Room-Hacker die Dateien des Spiels genauer durchsuchten und die einzelnen Level abarbeiteten. So war es ihnen auch möglich, das eigentlich unlösbare fünfte Level zu beenden. Was sie dann sahen, war so verstörend und brachte viele von ihnen dazu, das Spiel nicht mehr weiter zu untersuchen. Laut den Berichten der Room-Hacker wurde das Spiel nach dem fünften Level extrem merkwürdig. Es ist völlig unkontrolliert und abrupt abgestürzt und fügte ununterbrochen und ohne die Möglichkeit es zu stoppen ungewöhnliche Dateien in den System 32-Ordner hinzu, wodurch der Speicher des PCs sich füllte. Diese Dateien sollen Bilder von Menschen mit verzerrten Gesichtern gezeigt haben, die anscheinend großen Schmerzen ausgesetzt waren. Wenn man die Bilder löschen wollte, stürzte der PC ab und verursachte irreparable Schäden an der Festplatte. Die Hacker fanden schließlich heraus, wie sie dieses Problem beseitigen konnten, sodass es ihnen möglich war, in das sechste und letzte Level des Spieles zu gelangen. Unglücklicherweise wollte keiner der Hacker anschließend darüber reden, was sie im letzten Level von Mr. Mix sahen. Alle, die das Level sahen, zeigten anschließend Anzeichen von posttraumatischer Belastungsstörung. Einen Monat später wurden alle Room-Hacker als vermisst gemeldet und alle Kopien des Spiels vernichtet. Bis heute ist keinem bekannt, was die Hacker in dem letzten Level gesehen haben, was einen solchen psychischen Schaden verursacht hat. Vielleicht ist es aber auch so besser. 2 Jahre nach diesem Unglück wurde ein Mann festgenommen, der versucht haben soll, ein 8-jähriges Mädchen aus einem Süßigkeitenladen zu entführen. Er konnte als einer der Room-Hacker von Mr. Mix identifiziert werden, welcher seither vermisst war. Er trug eine Kochmütze und hatte einen verstörenden Gesichtsausdruck. Das Einzige, was er seither jemals sagte, war: "Ich bin Mr. Mix."